Hallo ihr Süßen, ich habe ein neues Do-it-yourself-Video für euch gemacht. Und zwar war ich bei meiner Mutter und wir haben zur Weihnachtszeit haben wir immer so eine Phase, da wollen wir sehr, sehr viel basteln. Und da gucke ich dann auf Pinterest immer, was gibt es denn so Schönes Neues? Und da gab es eine Vase aus Löffeln und die fand ich so schön, dass ich gesagt habe, komm Mama, wir probieren das einfach mal. Wir sammeln ja auch immer diese Einmachgläser, um eben damit zu basteln. Und diesmal dachte ich mir, komm, machen wir die Vase. Und da sind wir losgetigert, haben noch so ein, zwei andere Sachen für andere Bastelideen bei Wolwort gekauft und da waren dann eben auch LED-Lampen dabei und Schnee und all so ein Zeug. Aber worauf ich hinaus will, wir hatten LED-Lampen zu Hause und dann habe ich diese Vase, die eigentlich nur aus Löffeln bestehen sollte und aus diesem Glas, eben Einmachglas, habe ich eine LED-Vase gemacht und ich finde sie sogar noch viel schöner, als wenn man das eben nur so benutzt hätte als Vase. Und ja, ich würde sagen, lasst uns nicht lange reden, sondern gleich zum Video, sonst wird das wieder ewig lang. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video und macht es so vielleicht sogar nach. Ihr braucht eine Schere, mehrere Plastiklöffel, ein Glas, ein Einmachglas und eine Heißklebepistole. Die ist wirklich wichtig. Und das war's dann auch schon. Dann fangen wir mal an, das Ganze auszupacken und die Stiele abzuschneiden. Das ist ein bisschen tricky und passt auf, dass ihr da nicht euer ganzes Wohnzimmer voll schmiert mit, weil da springen die Teile doch schon hin und her. Also am besten die Arbeit machen, wenn die Kinder nicht dabei sind. Jetzt kommt der spannende Teil und zwar müsst ihr an die Innenseite des Löffels den Kleber auftragen und es dauert ein bisschen. Das ist eine Fummelarbeit und Achtung, verbrennt euch nicht. Ich habe mich ein, zwei Mal verbrannt. Wenn ihr Handschuhe habt, arbeitet mit Handschuhen. Und ich habe oben angefangen an diesem Verschluss sozusagen und habe da die ersten angesetzt. Und das Ganze musste ich dann so machen, dass das ein bisschen versetzt war. Ihr seht schon, ich habe schon jetzt Kleber am Finger hängen. Und im Prinzip ist es jetzt auch nichts anderes, als immer drumherum die Löffelteile versetzt anzumachen. Und ihr seht, sie kippen immer wieder mal weg. Also ihr müsst da schon ein bisschen Zeit haben und Geduld, weil der Heißklebekleber ist halt eben nicht ganz so schnell trocken. Aber dafür hält er danach sehr, sehr gut. Ich habe dann auch zwischendrin nochmal oben so ein bisschen, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, Kleber rangemacht, weil sie sich dann so abgehoben haben. Das wollte ich natürlich nicht, deswegen habe ich da auch noch ein bisschen Kleber rangemacht. Solltet ihr vielleicht gucken, wie doll gebogen eure Löffel sind, die ihr kauft. Achso, und macht bitte eine Unterlage drunter. Bei mir ist es ab und an, seht ihr, da ein bisschen nach unten gelaufen. Der Kleber ist halt ein bisschen fies, aber das Ergebnis ist umso schöner. Bitte achtet nicht auf meine Nägel. Ich habe an dem Tag schon relativ viel gebastelt und die Nägel mussten richtig drunter leiden. Aber ich wollte es euch trotzdem filmen und es ist ja auch nur nebensächlich, meine Nägel. Und hier nun das fertige Ergebnis, beziehungsweise jetzt mache ich noch eine LED-Lampe mit rein. Also ich fand das total schön, so eine Lichterkette reinzumachen. Kam mir spontan die Idee, also falls ihr das
beleuchtet schöner finden solltet, könnt ihr das natürlich auch nachmachen. Gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Ich fand das Blau jetzt gerade richtig cool. Und logischerweise kein Wasser reinmachen, sondern einfach nur so eine Plastikblume habe ich jetzt reingemacht. Und ich fand das so, so schön. Sogar mein Freund hat es total gut gefallen. Und am Ende haben wir uns darum gestritten, wer die Lampe behalten darf, meine Mom oder ich. Ich habe gewonnen übrigens. Sie steht jetzt bei mir. Und ja, das ist sie, die fertige Lampe. So ihr Süßen, ihr habt ja jetzt gesehen, dass man eigentlich gar nicht viel Sachen dafür benötigt. Klar, eine Heißklebepistole, die Löffel und dieses Einmachglas. Alles andere ist euch überlassen, ob ihr daraus eine LED-Variante machen möchtet oder eben nicht. Ich muss es nochmal sagen, zur Vollständigkeit halber, es kann natürlich kein Wasser in das Glas gefüllt werden, solange die LED-Lichterkette drin ist. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich weiß, ihr seid nicht... Ich wollte es ja nur erwähnt haben. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Falls ihr das unten noch nicht gesehen haben solltet, hier oder hier seht ihr dann mein neues... Hier oder hier seht ihr dann das Video vom letzten Mal, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Ich würde mich natürlich auch freuen über einen Daumen nach oben, falls ihr solche Videoideen toll findet und ich das öfters machen sollte. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, ist es euch natürlich freigestellt, dieses zu tun. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns noch öfters sehen werden. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ciao!